der Mauer landete und auch im Sprint wieder mal die Mauer touchierte. Kurt Thiem und die Mauern, wie schon gesagt, das ist eine eigene Geschichte. Das ist Klaus, das ist Alexander Burgstaller, der da hängt. Das ist ein Opel Vectra, Alexander Burgstaller, der hier mit ziemlicher Geschwindigkeit eingeschlagen ist. Das Auto hinten ziemlich zerstört. Wo ist der Fahrer? Der scheint mir noch im Auto zu sein. Da bemühen sich jetzt die Helfer. Offensichtlich hat er Probleme, da alleine rauszukommen. Oh, das muss ein bitterböser Einschlag gewesen sein. So wie das hier aussieht am Ende der S-Kurve. Ja, das ist das Ende, praktisch der Ausgang dieser Kurve hier, der Ausgang davon. Erarbeitete Vorsprünge sind dahin. Jetzt schauen wir uns mal an, was da mit Burgstaller passiert ist. Da kann ich natürlich so gut wie nichts sehen, das ging so schnell. Fest steht, er ist mit erheblicher Geschwindigkeit ziemlich hart eingeschlagen. Und es hat auch den Anschein, dass er da ein paar Probleme hat, gesundheitlicher Art. Möglicherweise ist er eingeklemmt und muss von den Rettungsmännern dort befreit werden, von der Rettungsstaffel. Der Doktor ist bei ihm, da ist ja sofort ein Arzt mit zur Stelle.